Und sie sind, ja, seit dem Umbau, seitdem sie so reingetun worden sind, wieder richtig stark unterwegs. 6,5 Tonnen Sportklasse, Live Power, Twitter Tech Team, Soundspec. Bremswagen, mein lieber Mann, da geht es aber schlagartig in die Knie und der Ladedruck bricht zusammen beim IAC und dann landet er bei 48 Metern, 28. Live Power und Old Jim, beide hier ebenfalls im Finale, 48, 28 sind die Schlage. Letzter Wettkampflauf des Tages. Und hier, sind 28, Sven Müller, der Schreckliche. Tja, herzlichen Glückwunsch, dritter Platz am Ende geworden für dich. Mit Defekt höre ich gerade. Oh, ah, okay. Riemenscheibe? Ich musste aufhören. Ah, okay, da musst du da den Pull abbringen. Das, wir hatten uns schon so ein bisschen gewundert, aber das erklärt natürlich dann einiges. Das erklärt's.
Auf dem zweiten Platz gelandet. Mit einem Pull im Pull-Off, wohlgemerkt alle 84,45 Meter und damit Vizemeister 2015 der Live Power, der Alves Siebers. Herzlichen Glückwunsch, Alves. Auch kaputt gegangen, Kopfdichtung kaputt. Ich lasse mich jetzt beim ersten Platz auch mal überraschen. Die Titelverteidigung ist geglückt. 91,80 Meter, alter und neuer deutscher Meister, 6,5 Tonnen Sportklasse, Jogi Siebers und Schilm. Jogi, herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Meistertitel. So, nochmal ganz kurz für die 8 Tonnen Hobbysport und die 6,5 Tonnen Sport. Sieggelder gleich bei uns oben am Sprecherwagen, bitte. 8 Tonnen Hobbysport, 6,5 Tonnen Sport, die Sieggelder gleich am Sprecherwagen, bitte abholen.